Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Aufzeichnungstag 14. Mai, ein Tag vor meinem Geburtstag. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, ist schon wieder alles vorbei. So, ich war eben kurz einkaufen. Allerdings mit der verletzten Hand den Trolley nach oben zu schleppen, das war keine sonderlich gute Idee. Es zieht wieder ordentlich da drin. Aber nichtsdestotrotz setzen wir unsere Fahrt fort. Einhändig, wie immer. Und ich muss sagen, mittlerweile klappt das tatsächlich ganz gut. So, was gibt es zu berichten? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Jetzt diskutiert man ja wieder, ob man Kinder impfen soll oder nicht. Und dazu hätte ich dann aber doch mal eine obligatorische Corona-Frage. Also, wir haben gehabt hohe Inzidenzzahlen. Ansteckungsgefahr hoch. Schulen wurden irgendwann mal geschlossen. Dann durften Kinder wieder hin. Auch Kitas wurden geöffnet, weil ja die Viren offensichtlich nicht über Kinder so übertragen werden. Und hast du nicht gesehen? Und Kinder kriegen das ja auch gar nicht. Da wäre dann zum ersten Mal meine Verständnisfrage, warum wurden die Schulen und Kindergärten dann überhaupt geschlossen? Und warum muss man Kinder oder sollte man Kinder dann jetzt doch impfen? Wobei ich sagen muss, bei den Nebenwirkungen, die da auftreten können und die teilweise auch auftreten können, ich habe es im Bekanntenkreis erlebt, weiß ich nicht, ob ich meinem Kind, was ich nicht habe, ja, das zumuten würde. Ganz ehrlich. Wenn du dir davor stellst, Arm wird ganz taub und tut weh und hast ihn nicht gesehen und das Gebrüll stell dir mal am nächsten Tag auch vor. Und wie gesagt, Sinn und Unsinn, man weiß es nicht. Kann man sagen, was man will. Ja, offensichtlich war dieses Event oder dieses Update letztens doch tatsächlich das Ende des Events. Es steht zwar bei mir immer noch oben drin, wie viele Touren von wie vielen Touren ich geschafft habe, aber ich glaube, die Aufträge dazu gibt es tatsächlich nicht mehr. Wir fahren ja jetzt auch im Moment leer durch die Gegend. Einfach, dass wir die letzten Städte abfahren, dass wir das neue DLC erkundet haben. Zwei Städte fehlen uns dann, glaube ich, noch. Die fahren wir dann im Nachhinein noch an. Oder ich bringe das Ganze morgen an meinem Geburtstag mal in einem Livestream zu Ende. Das könnte man natürlich vielleicht auch machen. Wäre eine Überlegung wert, ne? Dann packe ich mir für Sound kleinere Kopfhörer rein und dann ist das alles schick und schön oder so. So. Ja, dann habe ich mir eben, ja, Mütter sind ja die Besten, das kann man ja mal so sagen, wie man will, auf Tipp oder Anraten von meiner Mutter her habe ich mir dann Kamillentee noch besorgt. Das heißt, ich werde dann gleich zum Verband ablösen, Kamillentee verwenden. Wobei ich fast behaupten würde, der löst sich auch ohne Flüssigkeit ab diesmal, aber ich möchte es absolut nicht riskieren. Dass ich da wieder irgendwas aufreiße. Die Schmerzen am ersten Tag, ganz ehrlich, die haben gereicht. Und ich habe eins, gell, ich werde nie wieder über irgendein Ding ins Kirchen klettern. Ihr übrigens, wenn es euch gefällt, ne, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner, klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. Und ganz, ganz ehrlich, ich denke mal, ich werde morgen nicht so viel zu tun haben.
Ich habe Kuchen für meinen Geburtstag vergessen. Ich muss morgen früh unbedingt noch mal los. Habe ich ganz, aber ganz ehrlich, habe ich beim Lidl auch jetzt so gar nicht. Nee, ich habe nicht drauf geachtet. Na gut, ich muss eh noch zum Kaufland. Dann werde ich heute Abend schönes Geburtstagsbierchen genießen. Wie gesagt, wenn ihr das hier seht, ist das alles schon vorbei. Da bin ich schon ältlicher, 52. 52 Lenze und kein bisschen weise. Und die nette Dame, die ich bislang nur am Telefon am Ohr gehabt habe, die scheint genauso bekloppt zu sein wie ich. Aber alles gut. Da gucken wir mal. Kennt ihr das? Ihr unterhaltet euch mit jemandem und irgendwie kribbelt's. Und nein, nicht deswegen, weil ihr gerade den Finger in der Steckdose hinter euch habt, sondern auf andere Art, ihr wisst schon. Da merkt man, irgendwo ist da eine Verbindung, ganz komisch. Obwohl man sich nie gesehen hat. Gucken wir mal, was davon wird. So, jetzt müssen wir mal gucken. Normalerweise kann man hier locker, prima, prächtig hier durch. Was hier nicht funktioniert, das hätte jetzt einen schönen Schepper gegeben. Genau, lass mich mal durch. Und oh, doch hier rein, ey. Unglaublich. Wenn ihr sehen würdet, wie ich jetzt hier gerade lenke, ne, so mit umgreifen und aber wir haben immer noch 2500 Kilometer vor uns. Das ist noch eine ganze, ganze Menge Holz. Was ist das hier für ein Regenbogen? Ich habe noch nie gesehen, sowas. Okay. Was man hier so alles entdeckt, ne? Und wie gesagt, Leute, das ist die Originalkarte. Ich hoffe, der Spielesound ist auch so in Ordnung. Ich hatte jetzt festgestellt, zum ersten Mal nach einem Update hat Windows mir nicht die Soundsystemeinstellungen geändert. Ich habe sie im Nachhinein geändert. Ich hatte den Sound auf 6 Kanal stehen und frage mich jetzt eigentlich, wofür? 2 Kanäle reichen ja. Das Mikrofon läuft eh über einen anderen Kanal rein. Und da brauche ich eigentlich keine 6 Kanäle, zumal der Gegenrechner und OBS das in der Form sowieso nicht verarbeiten. Beziehungsweise das Videoschnittprogramm hinterher auch nicht. Was also soll ich dann mit 6 Kanälen? Aber die Capture Card kann es anscheinend. Das ist der Punkt. Wie auch immer man das jetzt auf die einzelnen Kanäle umlegen können, würde, wollen. Hm.
So, ich glaube, wenn ich hier die Aufnahme gleich fertig habe, erstmal heiß Wasser kochen für meinen Verbandswechsel. Das muss natürlich, ich sag jetzt mal, steril sein, abgekocht, keimfrei. Dann werde ich ein bisschen was essen, um 12.30 Uhr arbeiten. So. Ja, wir sind gut dabei heute Morgen, ganz ehrlich. Und jetzt geht schon wieder die Sonne auf, sehr schön. Schön, wie der so vor sich hin surrt, ne? Also ETS 2 ist eines der wenigen Spiele, die man mit einer Hand fahren kann, wenn es sturheil geradeaus geht und du eine Automatik hast und nicht blinken musst. Aber ich will mal schauen, was es eventuell für geniale LKW-Mods wieder für den 1.40 gibt. Wie gesagt, den Iveco, wie heißt der? S-Range oder halt doch S-Range oder so ähnlich. Den hätte ich ganz gerne mal gefahren. Den gibt es aber noch nicht im Spiel und anscheinend als Mod auch nicht. Das ist ja der, der so ein bisschen aussieht wie ein Scania. Ja, Concept Cars sind natürlich, finde ich, immer eine geile Sache. Oh, ein Peugeot, oder? Kannst du bitte schneller fahren, Kollege? So. Breite Autobahn hier reingefräst ins Gebirge. Oder die seitlichen Berge ist das, was man sowieso abgefahren hat. Wir müssen hier raus, wa? Ja. Sieht erstmal so aus. Ich lasse mal einfach ausrollen. Wenn es nicht sein muss, bremse ich nicht. Denn ihr kennt ja den Leitspruch, ne? Wer später bremst, ist länger schnell. Vorne ist schon wieder so ein Elefantenrollschuh. Ist das der nicht? Doch, klar ist das der von eben. Na, guck mal, so sieht man sich wieder, wa, Kollege? Telepass? Kommt man hier durch? Echt? Ja, oh, geil. Können wir uns hier nämlich lecker vormogeln. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Das sieht ja auch sehr abenteuerlich aus hier. Errungenschaft. 37 von 49 Städten habe ich erkundigt. Okay. Da müssen wir später mal gucken, welche uns da tatsächlich noch fehlen.
So, unseren ersten gesetzten Wegepunkt haben wir tatsächlich erreicht. Wir sind in Tarragona. Pünktlich zum Ende der Folge. Das heißt, wir werden uns hier gleich irgendwo hinpflanzen, bevor wir weiterfahren. Hier zum Beispiel könnte eine gute Möglichkeit sein. Mal gucken, ob wir da hinten dann wieder drauf kommen entsprechend. Einfach hier mal auf dem Gehweg. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid und sage bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut. Tschüssi!